Ein Festival? Da auf der Färber Wiese? Und dann sind wir da auf die Stadt. Und die Stadt hat gesagt, gute Idee. Das ist mir noch nie passiert im ganzen Leben. Ich habe immer müssen ihnen nachreden. Sagen, bitte, bitte, könnten wir nicht einmal daten? Oder ja, wir wollen dann schauen. Und plötzlich sind die Türen offen gewesen. Und was ich dann erlebt habe in der Folge von dem, die Unterstützung, die wir hatten, nicht nur von der Stadt, sondern von allen Bereichen, das Netzwerk, das eigentlich da existiert, von Freunden, von allen Kulturbetrieben, dass wir das haben können, einfach zusammenbringen und jetzt auf dem Platz da steht, am Anfang, wow, es ist toll. Danke dieser Stadt und danke all denen, die mit drumherum beteiligt waren. Der Zirkus ist ein Anliegen. Weil die Sachen sind ja nicht immer so, wie man denkt, dass sie sind. Und wir haben vor 50 Jahren ein klares Bild gehabt, wie ein Zirkus aussieht. Und jetzt sind sie plötzlich ganz anders. Machen, was sie wollen. Und es gibt tolle Zirkus zum Erleben. Ganz neue Formen. Es ist nicht mehr einfach nur eine Buddelnummer und der Eisbär oder der Leu und der Rössli. Es hat eine ganz neue Form von Kunst gegeben. Vor etwa 40, 50 Jahren ist es aufgebrochen und hat das Theater und den Tanz und die bildende Kunst nachhaltig beeinflusst. Dass der Zirkus da ist, hat halt tatsächlich auch viel mit dem Ueli zu tun, weil er ja selber auch ein Zirkusartist, ein Zirkusdirektor, ein Zirkusentwickler ist und war und immer noch ist und mit seinen Produktionen weltweit unterwegs war. Das darf man nicht unterschätzen, was er selber gemacht hat für den sogenannten Nouvelle Cirque. Das ist nicht ganz unwesentlich und ich freue mich wahnsinnig, dass er mit seinem Programm jetzt zweimal auf der Färberwiese spielt und quasi ein resümiert zum Thema, zurück zum Kreis, zurück zum Rund von der Manege und euch mitnimmt auf die Reise durch das Rund der Manege. Da freue ich mich sehr drauf. Wir dürfen heute alle zusammen Gast sein vom ersten Färbi-Festival, das es hier gibt im Stadtgarten im Zentrum von Wetzikon. Bisher hat es wohl jedes Jahr ein Färbi-Fest gegeben. Das war schon super, aber dieses Jahr gibt es ein riesiges Bundesfärbi-Festival, das gerade 5 Tage am Stück hintereinander stattfindet. Wow, ich freue mich mega. Die Stadt Wetzikon bedankt sich aus dem Grund für das neue, so lustig machende Festival. Danke, liebe Biggi, liebe Ueli. Danke, liebe Helferinnen und Helfer. Danke auch, Wetzikontakt. Ich weiss, was es heisst, gerade in einer Erstaufgabe so ein Projekt zu stemmen und zu organisieren. Danke für euer grossartiges Wirken. Ich freue mich auf die Wirkung und wünsche euch viel Glück und Erfolg und gutes Gelingen. Liebe Damen und Herren, liebe Kinder und liebe alle und die anderen, Biggi und ich erklären das Festival jetzt eröffnet. Das Fitz-Familienzentrum ist heute da, wie auch am Samstag und am Sonntag, und macht das Programm für Kinder. Ein buntes Programm passend zum Thema Zirkus. Hoi Lina, du bist das erste Mal auf der Färberwiese oder bist du schon mal da gewesen? Ich bin noch nie da gewesen. Bist du noch nie da gewesen? Und wie gefällt sie dir so? Mit Zirkuszelt, mit einem Haufen Kind, Glöhn? Ja, gefällt's. Dir gefällt's? Was hast du bis jetzt schon gemacht? Schon Popcorn gekauft und da drauf gemalt. Hallo, Peter, hoi Ronja. Ihr seid heute ja da von der offenen Jugendarbeit. Die offene Jugendarbeit. Was habt ihr alles mitgenommen in eurem super Kerli? Hey, wir haben ganz viel Spielmaterial hier. Also Geräte zum Umfahren wie Einrad, also Pedalo. Was haben wir sonst noch, Ronja? Mega viele Jongliersachen, von Kühlen zu Jonglierböllen zu Pois, alles Mögliche. Wir haben auch Bobby Cars für die Kleineren. Genau, und auch noch Matten zum Kunststückchen machen, Akrobatik. Kannst du ein Kunststückchen da drauf? Ja, so ein halber Bürzel. Also komm, dann werden wir das gerne mal sehen. Okay. Bravo! Hey, das passt ja super
zum Thema Zirkus. Hoi miteinander, ihr seid hier Gäste auf der Färberwiese am Färbi-Festival. Genau, kennt ihr die Wiese? Ja. Ja? Ja, vom Gehörensagen. Vom Gehörensagen. Und was hat dich heute angezogen? Hey, der Luca. Ehrlich gesagt, das Programm, ja. Das passt irgendwie. Ja. Sehr gut. Luca, was hat dich da angezogen? Du bist ja wegen jemandem speziell da. Wer ist das? Genau, wir können heute Lucy und Lucky Luke schauen. Wir wollen das mal auschecken. Lucy und Lucky Loop, die startet schon bald am 4. Uhr hier bei uns auf der Färberwiese. Was wird denn da gebrutzelt? Wir machen Crepe und Galette. Fein, was ist denn das genau? Crepe, das sind Weizenteigfladen mit Füllung, süß. Und Galette, die sind aus Buchweizenmehl, sehr bekömmlich, mit Schinken, Käse und Ei. Für Veggies hat es ohne Schinken. Sehr fein. Wow, ist das ein Labor? Das ist das Resultat, wenn ich 400 Stunden in meiner Werkstatt verbringe beim Tüfteln. Und rausgekommen ist eine dampfbetriebene, selbstgebaute Kaffeemaschine, die es nur einmal auf dieser Welt gibt. Hey, das sieht super genial aus. Macht ihr auch wirklich Kaffee? Offenbar ja. Die ersten paar laufen schon mit dem Becher um und sind noch nicht umgekehrt. Sehr gut. Ich gehe nachher auch noch einen probieren. Nicht mehr Wunder, wie denn da ein Kaffee entsteht. Spannend. Danke vielmals. Sehr gerne. Ich bin Samah Youssef von Tabliya. Ich mache ägyptische Essen. So verschiedene Sachen. Falafel, Kofte, Mezze, Teller. Das klingt gut. Was würdest du mir empfehlen? So Falafel, wenn du vegetarisch essen oder Kofta, ist mega fein. Kommst du denn heute Abend auch schauen, da rein? Ja. Ja, freust du dich? Ja. Sehr gut. Danke vielmals und einen guten. Danke. Hoi Jan. Ja, hoi Nicole. Du bist ja schon die ganze Woche hier auf dem Platz, oder? Ja, streng war, ja. Streng war. Magst du noch? Ja, mal. Ja. Mal. Jetzt fängt es erst richtig an. Gell. Auf was freust du dich besonders fest? Ich freue mich besonders auf die Vorstellung von dem Zirkus. Da in dem riesengroßen ja. Zelt. Es ist jetzt noch zu und es nimmt einem extrem Wunder, was da stattfindet. Ja. Ja, ja. Ich liebe Zirkuskünstler, Akrobaten, Jongleure. Mm. Ja. Wir sind zwei Klönli vom Hof Hagenburg. Sehr schön. Willkommen hier auf der Färberwiese. Auf was freut ihr euch am meisten hier? Auf den schönen Abend, einen wunderschönen Sommerabend und eine lustige Gesellschaft, die Freude hat. Und unsere feinen Popcorn und brennten Mandeln probiert und die mega feinen Brownies, die wir gemacht haben. Ah, sehr gut. Ich habe gesehen, ihr habt ganz einen Haufen Sachen mitgenommen, die ihr hier verkaufen könnt. Hast du auch etwas gemacht von diesen Sachen? Ja, muss ich sagen. Wir haben Popcorn. Hey, wir freuen uns ganz fest auf die erste Vorstellung und sind gespannt, wer da kommt. Sehr gut, wir auch. Ich habe nur gehört, weil ich ja noch Kinder- und Familienveranstaltungen mache, dass sie gerne kommen möchten. Und unser Programm war schon gemacht. Und dann habe ich mich aber sehr gefreut, dass das jetzt geklappt hat, dass sie gerade einfach an die Färberwiese an das Festival kommen, ein Teil sein davon. Und ich habe einen Freund, den sie gut kennt und der ist ganz begeistert. Von daher bin ich jetzt gerade doppelt gespannt. Doppelt gespannt auf das, was da kommt. Was? Ein Festival? Da auf der Färberwiese? Cirque de Loin, Willy Hirzel, Lucy and Lucky Loop, Very, 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 Very Little Circus, Zirkusanimation und das große Zirkuszelt. Da in der Mitte von Wetzikon, das wird ja ein Fest. Und wenn's regnet? Ah, ein großes Dach! Natürlich! Alles zu 100% wetterfest. Gatto. Non, c'est un beau festival quand même. Il y a des vraies caméras, il y a des petits chatons comme ça à toucher. C'est... Non, c'est beau quoi. Hein? On pas... Non, nous on passe un temps vraiment, c'est incroyable. Ja, du bist da
Teil vom Team. Ja, schau mal. So wie du auch. Wo bist du? Ja, Teil vom ich, Team? Ich bin auch Teil vom Team. Und was machst du denn da? Ich war zuständig für das Kinderprogramm heute. Ja. 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 Und du? Ich war schon mal da um das Video zu machen. Das kleine Werbevideo. Super Video. Und in den nächsten Tag arbeite ich dann auch noch mal da an der Bar arbeiten und an der Kasse und natürlich auch Vorstellungen schauen. Wir sind jetzt hier mit dem Stappi von Wetziken. Jetzt nimmt es mich mal Wunder. Ja. Es ist ja etwas, das sonst nicht Alltag hier in Wetziken stattfindet. Wie ist es für dich hier in diesen Kreisen? Ja, es ist natürlich lässig, dass aus dem Färbi-Fest ein Färbi-Festival geworden ist mit Zirkus und auch weiterem Begleitprogramm und ganzen Haufen Möglichkeiten, auch, wo man dort oder da etwas essen kann mit diesen Ständen. Und sogar Wetziken-Bier haben wir also wirklich alles hier vereint. Ein bisschen im kleinen Rahmen, aber es ist lässig. Und vor allem, wenn das Wetter wie heute auch noch mitspielt, ist das lässig. Was mich noch wundernimmt, wir haben ja als Stadt das Festival unterstützt. Ja. Wir haben ja entschieden, das wollen wir machen. Das ist ein Projekt, was cool ist. Was hat euch da besonders angesprochen? Und hast du das Gefühl, es kommt über? Es ist das, was ihr erwartet habt? Also es ist ja so, wenn wir Kultur fördern, machen wir ja ganz verschiedene Bereiche, dann ist es ja so, dass man nicht sagen kann, wir machen nur Sachen oder unterstützen Sachen, die uns gefallen oder besonders gefallen. Sondern wir wollen eigentlich die möglichste kulturelle Vielfalt. Und darum tun wir, wenn das auch gewisse normale Kriterien, die gar nichts mit dem zu tun haben, ob wir das jetzt ganz gut finden oder ganz schlecht finden, sondern wenn das verhebt von den Kriterien her und auch viele Leute können kommen und profitieren und es eben vielleicht auch Sachen sind, die mehr eine Nische da sein haben, dann unterstützen wir das grundsätzlich. Ja, wir haben hier die Frau von der Manege, die alles organisiert hat, die alles auf die Beine gestellt hat. Wie fühlst du dich? Eigentlich so eine Bandbreite zwischen ein bisschen erschöpft. Ein bisschen erschöpft. Und wahnsinnig glücklich, dass so viele Leute da sind, dass so eine schöne Stimmung ist, dass der Uri sein Programm hat können machen und wir da miteinander einfach das ganze Ding haben können durchziehen. Das ist wirklich Happiness pur. Wir hören nicht auf, morgen geht es weiter, einfach erst ab dem späteren Nachmittag, 5-6. Ebenso am Freitag, 5-6. Am Samstag haben wir ein volles Programm wieder mit der Kinderanimation, Jugendanimation, mit den tollen Leuten an der Bar, an der Kasse. Nicht zu vergessen, Cirque de Loire mit seinem tollen Programm, wo alle wird überraschen, weil man es nicht erwartet, was sie bringen. Wie ist es für euch da am Färbi-Festival? Eigentlich ganz cool, also es macht wirklich Spass da, hat viel Freude und ja. Und für dich? Ich finde es auch cool, da kann man viel machen. Was ist denn genau das Coole da? Ja, da hinten hat es Spiele gegeben. Zum Beispiel mit ein paar Kollegen Ping-Pong gespielt oder irgendetwas gegessen, zum Beispiel Pommes oder da etwas getrunken. Das klingt gut und fein. Was hast du so gemacht? Die Atmosphäre war einfach heute wirklich der Hammer. Ja. Sind ihr dann sonst auch auf der Färberwiese? Ja, kann auch mal sein. Zum Beispiel am Fußballspielen hier oder auch Ping-Pong da hinten. Gibt es denn in den nächsten Tagen noch etwas zum Ausprobieren oder mitmachen? Hey, ja, können wir doch malen. Samstag und Sonntag könnt ihr einen riesen Stofffetzen anmalen und es hat genug Farbe für alle.